Hallo Wander- und Outdoor-Freunde und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Adventure Trails. Ja, wir sind heute immer noch im Hochschwarzwald bei Reitenbuch und wollen den Hirtenpfad laufen. Ja, und ihr seht schon, wir haben einen Gast dabei, den Dominik. Den haben wir von seiner Couch runtergeholt. Oh, ja. Und haben ihn gefragt, ob wir schon mal im Schwarzwald unterwegs sind, ob er Lust hat mitzukommen. Und wir haben uns sehr gefreut, dass er ja gesagt hat. Ja, und heute mal eine Tour zu dritt. Wenn ihr Lust auf eine schöne Wanderung habt, dann kommt mit. So, für euch noch ein paar Tourdaten. Ich blende euch einfach mal hier die Karte ein. Die Tour ist wie lang, Dominik? 7,8 Kilometer. 7,8 Kilometer. Und Eva, der Höhenprofil? 230 Höhenmeter. Wunderbar, super. Also eine schöne kleine Tour, aber mit schönen Aussichten und hier so ein bisschen dieses Schwarzwaldgefühl. Gerade schon mit Kühen und so, mit Glocken und richtig schön. Ja, hi Leute, ich bin Dominik, der Typ auf der Couch. Der ein oder andere kennt mich vielleicht. Wenn nicht, könnt ihr gerne mal bei mir auf dem Kanal vorbeischauen. Ich mache so Themen rund um Outdoor und Abenteuer. Und ja, wenn ihr mal vorbeischaut, würde es mich auf jeden Fall freuen.
jetzt mal hier rüber schaut, ganz da hinten hin. Ich hoffe, ihr könnt erkennen, aber ganz da hinten sieht man den Turm vom Feldberg, der höchste Berg hier in Baden-Württemberg. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Tour. Wie hat euch so die Tour gefallen? Ja, gut. Es gab viele Pfade, das finden wir immer besonders schön. Ja, also mir hat es auch sehr gut gefallen, war jetzt auch für mich erstmalig und ja, war gut. Ich glaube auch, die Tour hier spiegelt so ein bisschen das, was man sich unter Schwarzwald vorstellt wieder. Ja. Ihr habt jetzt so die anderen zwei Videos vielleicht gesehen, einmal mit dem Schluchsee an sich, wo wir am Schluchsee halt vorbei waren. Ein anderes Video, wo wir durch diese Felsen gegangen sind, da war so ein bisschen ähnlich wie bei uns, so die Südeifel. Und ja, hier spiegelt so ein bisschen die Schwarzwald-Tour, ja, würde ich genau sagen. So auch mit den Kühen, mit den Glocken, hat mir gut gefallen. Ja, sehr schön. Und war eine super schöne Tour, vor allem auch mal mit dem Dominik hier zusammen zu laufen, den mal zu treffen, live zu sehen. Aus den Videos kennt man ihn immer wieder. Also wer noch nicht abonniert hat, Pflichtveranstaltung abonnieren, vorbeischauen und kommentieren bei ihm. Ansonsten würden wir uns natürlich auch über Kommentare von euch freuen. Ja. Lasst uns einfach mal ein paar Kommentare da, war die auch schon mal im Schwarzwald. Habt ihr Dominiks Kanal schon abonniert? Einfach mal unten drunter schreiben. Und wir sagen bis zum nächsten Mal bei Adventure Trails. Tschüss! Ciao, ciao!